Hi, ich bin's, David, der Doktorand. Als Wissenschaftler muss ich einen Haufen Zeug lesen. Fachjournale, Paper, Zeitschriften, Bücher, vielleicht tatsächlich auch mal ein Lehrbuch oder sowas. Und damit ich den Überblick behalte, verwende ich natürlich eine Literatursoftware auf meinem Rechner. Allerdings will ich nicht nur am Rechner auf das Zeug zugreifen können, sondern auch unterwegs von meinem mobilen Endgerät. Deshalb habe ich mir ein System überlegt, wie ich meine ganze Literatur online halte und alle Notizen und Annotationen, die ich in die PDFs, sofern sie denn elektronisch vorliegen, reinmachen kann, synchronisieren kann zwischen meinen beiden Geräten. Ich verwende dazu einerseits Zotero als Literaturverwaltungs-App, ist gratis, eigentlich ein Firefox-Plugin, gibt es aber auch als Standalone-App. Und auf dem iPad verwende ich eine App, die heißt Papership. Die ist zwar schon seit einiger Zeit nicht mehr aktualisiert worden, aber ich bin guter Dinge, denn zumindest funktionieren die beiden Softwarestücke sehr gut miteinander. Und wie das aussieht, das zeige ich euch jetzt. Ich habe also an meinem Computer hier Zotero offen und ich habe mir mal als Beispiel ein kleines PDF von eteaching.org runtergeladen. Das kann ich so aufmachen. Das heißt, hier ist tatsächlich ein PDF in dem Eintrag hinterlegt und ich kann in diesem PDF Notationen vornehmen. Ich kann Text markieren, ich kann Kommentare reinschreiben, ich könnte auch Freihandzeichnungen reinmachen und das Ganze dann abspeichern. Zotero synchronisiert meine ganze Bibliothek auf einen eigenen WebDAV-Server. Ich habe mir dafür auf meinem eigenen Webspace eine OwnCloud installiert, die ich dazu verwende und lädt das Ganze dort automatisiert hoch. Wenn ich jetzt unterwegs auf mein iPad gehe und dort die Papership-App aufmache, habe ich dort meinen Zotero-Account und die zugehörigen Login-Daten für meinen WebDAV-Server hinterlegt. Das heißt, ich sehe in der App ein 1:1 Abbild meiner eigentlichen Zotero-Bibliothek. Wenn ich jetzt dort den Eintrag, den ich eben offen hatte, öffne, sehe ich, dass meine Annotationen schon da sind. Und genauso ist es umgekehrt. Wenn ich jetzt am iPad irgendwas markiere oder eine Annotation reinschreibe, dann kann ich das wieder synchronisieren und ein paar Sekunden später sind meine Änderungen schon wieder auf meinem Computer. Das ist unheimlich praktisch, wenn man so wie ich immer viel unterwegs ist und mal zu Hause was lesen will und dann doch wieder am Arbeitsplatz oder irgendwo ganz anders. Und ich denke, dass mir das System auch in Zukunft treu bleibt und vor allen Dingen hilft, den Überblick zu behalten über meine ganze Literatur und die Notationen dazu, Annotationen dazu. Wenn ihr so ein ähnliches System habt, zeigt es mir. Ich bin gespannt, wer noch solche Ideen hatte und vielleicht ist ja mein System doch nicht so perfekt, wie ich bisher geglaubt habe. Und ich bin gern bereit, da in Austausch zu treten, um mir anzuschauen, was ihr euch ausgedacht habt.